Wir sind jetzt auf dem Christopher Street Day und ich will, also, oh Gott. Und ich schaue mal, ob es eine Möglichkeit gibt, jemanden vom Evangelium zu erzählen, weil, ey, wenn nur einer gerettet wird, das ist schon gut. Erstmal einfach schauen, die Situation abchecken und gucken, ob man mit Menschen reden kann, ob man für sie beten kann. Ja, genau. Ich will einer Person heute von Jesus erzählen. Mal gucken, ob es klappt. Wir werden später sehen. Ja. Ketzer macht ein paar Videos nebenbei. Dann gucken wir mal. Du bist hier heute, bist du aus Berlin? Ja. Ja? Ja. Was ist da heute dein Job hier? Also ich habe keinen Job, ich bin privat hier so. Was bist du? Privat bin ich hier. Ja. Und ich mache das jedes Jahr als Drag Queen herkommen. Ah, du bist Drag Queen. Ja, genau. Okay. Wie alt bist du? Ja, 31. Ich würde dir ganz gerne ein paar allgemeine Fragen zum Weltgeschehen stellen. Bist du bereit, die zu beantworten? Ja. Glaubst du, dass es Gut und Böse gibt? Ja, gibt es. Ja, was würdest du als gut bezeichnen? Gut würde ich bezeichnen, dass das hier heute möglich ist. Ja, okay. Und als böse würde ich sagen, was danach passiert. Also wir werden immer noch angegriffen alle. Und als Community? Genau, zusammengeschlagen. Es gibt Todesfälle deswegen sogar. Und das geht gar nicht mehr. Genau, und das ist das Negative. Aber ist nur das Böse, also ich meine jetzt nicht auf die Community bezogen, sondern allgemein, aufs allgemeine Weltgeschehen. Also wenn du jetzt mal rauszoomst aus nur Berlin oder keine Ahnung, aus Deutschland, ist es das Einzige, was du als böse bezeichnen würdest, dass es queeren Menschen sozusagen, dass sie gibt es sonst nichts Böses? Nee, eigentlich nicht. Also ja, und dass es bei den Leuten noch nicht angekommen ist. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Heterosexueller geschlagen wird, aufgrund einer Straftat oder irgendwas, ist das dann nicht böse? Doch, auch. Also es ist halt allgemein. Nur ich finde, weil ich in der Community bin, finde ich das bei uns, wird es einfach so weggelächelt. Und keiner fühlt sich da wirklich für verantwortlich. Egal, ob du jetzt so kommst wie ich oder normal herkommst. Findest du, in Deutschland wird es immer noch weggelächelt? Ja. Echt? Immer noch. Ja. Auch so, weil ich habe das Gefühl, so auf dem Reichstag ist ja eine LGBTQ-Flagge, also selbst unsere Politik ist ja voll da in dem... Ja, das machen sie aber nur wegen dieser Veranstaltung. Die wird auch nur aufgehangen wegen dieser Veranstaltung und dann wird sie wieder abgehangen. Also wenn ihr dann nach der Pride eine Woche später dahin geht, hängt die nicht mehr. Okay. Jetzt mal abgesehen von dieser ganzen Pride-Sache und Queerness-Sache, würde ich dir einfach allgemeine Fragen stellen. Glaubst du, du bist ein guter oder ein böser Mensch? Guter. Okay, dann mache ich einen kleinen Test mit dir. Ich hoffe, du schaffst es, ehrlich mit mir zu sein. Ja. Hast du schon mal gelogen in deinem Leben? Ja. Wie viele Lügen? Eine. Eine Lüge? Jetzt hast du gelogen, oder? Nee. Du hast eine Lüge in deinem ganzen Leben gelogen und sonst hast du noch nie gelogen? Nö, immer die Wahrheit gesagt. Auch wenn sie schmerzt. Und als Kind, aber kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, oder? Weil da hast du bestimmt viel gelogen. Da als Kind weiß ich es nicht mehr. Hast du schon mal was gestohlen in deinem Leben? Ja. Wie nennt man jemanden, der lügt? Wüsste ich jetzt nicht, wie ich das... Wenn jemand jetzt viele Lügen erzählt oder gelogen hat, wie nennt man jemanden, der lügt? Also ich würde sagen, entweder ist er falsch oder er hat ein Problem und versucht es damit zu verstecken. Oder ein Lügner. Oder ein Lügner, ja. Und wie nennt man jemanden, der gestohlen hat? Ein Dieb. Genau. Glaubst du jetzt immer noch, dass du ein guter Mensch bist? Ja. Auch wenn du sagen würdest, du hast gelogen und du hast gestohlen. Ja. Glaubst du an eine höhere Macht? Ich glaube nicht dran, aber manche Menschen denken, dass sie eine höhere Macht haben, aber haben sie leider nicht. Das heißt, wenn ich dir jetzt erzähle, ich habe eine höhere Macht in meinem Leben, die ich wie auch immer nenne, Gott, Vishnu oder Buddha, dann habe ich die gar nicht? Nee, das ist ja eine Sache, das ist ja eine Einstellung. Wenn du sagst, okay, ich glaube an irgendwas, stellst du dich ja darauf ein.
sozusagen. Und ja. Sagst du, das ist dann keine Realität? Doch, für die Menschen ja. Aber ich habe keinen Glauben sozusagen. Und ich glaube halt nicht dran. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht existiert, aber ich glaube halt nicht dran. Was glaubst du, was nach dem Tod passiert? Nichts. Gar nichts? Gar nichts, nee. Ich werde vielleicht als was anderes wiedergeboren, ja. Das glaubst du? Das glaube ich. Okay, also du glaubst nicht an Gott. Angenommen, es gäbe einen Gott und er würde anhand der 10 Gebote richten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, hättest du den Himmel oder die Hölle verdient? Weil es schon mal getan hat, wäre es dann die Hölle. Würdest du so sagen? Ja. Ja, und wenn ich dir ehrlich bin, dann habe ich die Gebote auch schon gebrochen und würde auch die Hölle verdienen sozusagen. Ja. Auf welche Idee könnte denn ein guter Gott kommen, der dich nicht in die Hölle schickt? An der Anzahl des Vergehens. Meinst du? Ja. Okay, angenommen, du stehst vor Gericht und hast ein Kind, bist angeklagt wegen Kindestod, also hast ein Kind getötet. Mhm. Jetzt sagst du aber zum Richter, ich habe nur ein Kind getötet. Ist das gerecht, wenn der Richter dich nicht in den Knast schickt? Nein. Wegen der Anzahl? Nein, es ist nicht gerecht. Es kommt auch auf die Schwere drauf an, was es jetzt ist. Ist es jetzt, weiß ich nicht, was auch schon jeder gemacht hat, ein Diebstahl irgendwo oder so, im Supermarkt oder so. Das ist so, ja, soll man nicht machen, klar. Aber das ist so, als Kind ist man nicht so klar, wie man es jetzt ist, als Erwachsener und macht halt Fehler. Aber, ich meine, dass du als Erwachsener ein Kind getötet hast, sozusagen. Genau, das kann ein Unfall gewesen sein, aber letztlich, wenn du vor Gericht stehst, wird der Richter dich ja schuldig sprechen, ja. Obwohl du andere gute Sachen getan hast. Ja, dann ist es. Und genauso, glaube ich, wäre es mit Gott auch, wenn er existieren würde, dass er uns schuldig sprechen muss, weil wir das Gesetz gebrochen haben. Sprich, weil wir gelogen haben, weil wir gestohlen haben. Mhm. Kann er gar nicht anders, als uns in die sozusagen Hölle, woran du wahrscheinlich nicht glaubst, schicken müsste. Ja. Jetzt gibt es aber eine Lösung für das Problem. Weil ich habe gelogen und ich habe sozusagen nicht den Himmel verdient, weil ich das Gesetz gebrochen habe. Mhm. Wie könnte die Lösung heißen, die mir den Weg zu Gott wieder freiräumt und dieses Problem sozusagen auflöst, was ich mit Gott habe? Weil ich habe das Gesetz gebrochen, ich bin nicht rein, ich bin nicht heilig vor Gott. Was macht Gott in seiner Gnade in diesem Moment? Auf welche Idee könnte ein guter Gott kommen? Vielleicht, dass man das durch gute Taten wieder aufwiegen könnte. Also, das wäre wie so eine Waage mäßig? Genau. Ja, wobei das mit dem Richter hatten wir schon. Wenn der Typ jetzt sagt, okay, ich habe ein Kind getötet, aber ich habe noch, keine Ahnung, 100.000 Euro an die Tafel oder so gespendet, dann wird der Richter ja nicht sagen, ja, okay, dann bist du halt nicht mehr verurteilt. Sondern er muss ihn ja trotzdem aufgrund seiner Tat verurteilen. Ja, oder du bereust es. Bereuen, genau. Bereuen. Oder? Also du bereust es und... Oder jemand anders zahlt deine Schuld, oder? Ja. Wenn du den Tod verdient hättest, dann müsstest du mit Leben bezahlt werden, oder? Ja. Welches Leben, meinst du, hätte Gott geben können, dass du leben kannst? Du und ich, wir verdienen den Tod. Was macht Gott in seiner Gnade? Seinen Sohn? Kennst du den Namen? Nee. Ich habe damit gar nichts zu tun. Du kennst es trotzdem, auch wenn du damit nichts zu tun hast. Ich bin mir sicher, dass du in der Schule schon davon gehört hast. Hast du noch nie den Namen Jesus gehört? Na doch, ja. Genau, und Gott schickt in seiner Gnade seinen Sohn Jesus Christus, der ein perfektes Leben lebt, der nie gestohlen hat, nie gelogen hat, damit du und ich zu ihm kommen können. Und nicht mehr unter dieser Strafe, unter Gottes Zorn leben müssen sozusagen. Mhm. Was hindert dich daran, an diese Botschaft sozusagen zu glauben? Also, weil ich damit eigentlich überhaupt nichts zu tun habe und ja, also ich finde, das ist für mich Hoffnung irgendwann, also für mich ist es Hoffnung schüren, die für mich halt nicht funktioniert. Warum? Sie funktioniert ja für jeden Menschen. Ja, sie funktioniert für jeden Menschen, aber die richtig glauben und ihr Leben danach leben, ich finde das zu viel, sage ich jetzt mal. Warum zu viel? Also wie kommst du darauf? Wie soll ich das anders erklären? Ich will, an einem gewissen Punkt sollte man auch eine Grenze setzen. So. Ja. Okay, nun ist das Problem, egal was hier jeder glaubt von uns um uns herum, ne? Es muss ja nachher Wahrheit geben oder absolute Wahrheit. Und ich glaube, dass jeder hier nachher vor Gott stehen wird.
eingeschlossen mir, jeder Mensch, es gibt keine Ausnahmen, egal woher er kommt und egal welche Sexualität er hat und egal was. So, ne? Ich glaube, jeder steht vor Gott und muss sich rechtfertigen für das, was er getan hat und wird feststellen, ich habe das Gebot gebrochen. So, und dann ist halt die Frage, wo geht deine Seele hin, wenn du stirbst? Und ich glaube, dass du so wertvoll bist, dass du ewig lebst und das Leben deine Berufung ist, in Gemeinschaft zu leben, in Beziehung zu leben, geliebt zu werden von einem Gott, der dich auf dieser Erde wollte und gesagt hat, Marco war dein Name, ne? Ja. Ich liebe dich und ich habe dich so geschaffen, wie du bist. Ja. Und ich glaube, dass wir irgendwann vor diesem Gott stehen und dann ist es soweit, dass Jesus sagt, okay, oder Gott sagt, ey, hast du an meinen Sohn geglaubt oder nicht? Hast du geglaubt, was er in seinem Wort offenbart hat über sich selbst? Und das entscheidet nachher über Leben und Tod. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Jesus sagt, Marco, ich liebe dich so sehr, dass ich beschlossen habe, mich für dich hinzugeben. Also es gibt keinen Mann, der dich jemals so sehr lieben wird, wie Jesus Christus das getan hat. Er ist ans Kreuz gegangen und ist für deine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben. So, und ich glaube, ich möchte das einfach nur erzählen, weil ich glaube, da gibt es jemanden. Also egal, wenn ich, was dir in deiner Kindheit passiert ist oder egal, ob deine Eltern dich respektiert haben, geliebt haben, Familie, Freunde. Ich glaube, da gibt es einen, der sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich für deine Schuld ans Kreuz gehe. Und Jesus sagt, komm zu mir, kehrt um, tut Buße. Das heißt, wir drehen unserem Lebensstil, all dem, was wir nachgefolgt sind, unser Leben lang, dem Rücken zu und folgen Jesus Christus nach, weil er dein Leben will, weil er dich lieben will, weil er dich befreien will, weil er dir den Weg zum Leben zeigen will. Schön gesagt. Schön gesagt? Ja. Wärst du theoretisch, angenommen, es gäbe Jesus Christus, ne? Und er würde wirklich real existieren. Ich will dir erzählen, ich habe Jesus vor 6 Jahren kennengelernt. Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Und Jesus Christus ist mir begegnet. Hat mich voll aus der Dunkelheit rausgezogen. Ich will dich fragen, wenn es einen Gott gibt und er wäre wirklich erfahrbar, würdest du das Experiment machen wollen und ihn in dein Leben einladen? Ja. Dürfte ich jetzt dafür beten, dass er sich offenbart die nächsten Tage? Ja? Ganz gerne. Darf ich meine Hand auf deine Schulter legen? Jesus, ich danke dir für Marco und ich danke dir dafür, dass du ihn so sehr liebst, dass du gesagt hast, ich gehe für dich ans Kreuz, Jesus. Ich danke dir für sein Leben und dafür, dass er wertvoll ist, dass er geliebt ist in deinen Augen. Ich danke dir dafür, dass du dich hingegeben hast für seine Seele. Herr, und ich bete, Heiliger Geist, überschütte ihn mit deiner Liebe und offenbar du dich, Jesus, als einzig wahrer Gott in seinem Leben, Jesus. Danke, dass du ihm alle Schuld vergibst. Danke, dass er zu dir umkehren darf. Danke, dass du ihn so sehr liebst und sagst, hey, Marco, komm zu mir nach Hause. Und ich glaube, Jesus ruft dich jetzt nach Hause. Und ich bete für übernatürlichen Frieden, für übernatürliche Liebe, Jesus. Und ich bete, schenk Umkehr, schenk wahre Buße, Jesus. Und zieh Marco zu dir, erlöse ihn, Jesus. Und überflut ihn einfach mit deinem Frieden. Begegne ihm in Visionen, in Träumen und seinem Herzen, Jesus. Ich danke dir für seine Seele, dass er wertvoll und wunderbar geliebt ist, Jesus. Amen. Und Jesus liebt dich. Und ich glaube, er ruft dir heute zu, kehr um und folge mir nach. Egal, wo du herkommst, egal, was du gemacht hast, alle sind gleichermaßen auf die Gnade Gottes angewiesen. Klingt das dumm? Nö. Klingt nicht dumm. Ey, vielleicht liest du die Bibel. Darf ich dir? Ah, nee, du hast keine Tasche mit, ne? Nee. Schade. Wenn ich dir jetzt ein Buch mitgebe, wäre auch schlecht, ne? Ja, ja. Ja. Frag wirklich nach Wahrheit. Suche nach Wahrheit und Wahrheit wird sich offenbaren. Wahrheit wird sich finden lassen. Jesus lebt und er will dir begegnen. Mach das Experiment zu Hause und sag, Jesus, wenn es dich gibt, dann offenbar dich mir und ändere mich. Und schau, was passiert. Ja. Ja? Also. Du bist ganz lieb. War richtig schön, mit dir zu sprechen. Lass dich nicht unterbrechen. Ich will deine Frisur nicht kaputt machen. Dann noch schön Walk dir. Ja, war danke. Ciao. 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 Vergessen, was zu sagen. Wir haben gestern bei meiner Freundin zu Hause gebetet abends, ja. Und Jesus hat meiner Freundin einen Eindruck geschenkt. Und sie hat gewusst, dass es heute jemanden geben wird auf dieser Parade mit einer pinken Federboa. Das hat sie gestern gesehen im Geist. Deswegen sind wir auf dich zugegangen, weil wir standen vorhin da. Und ich habe mich daran erinnert, ich habe doch gesagt, gestern hast du im Gebet eine Person gesehen mit einer pinken Federboa. Und deswegen sind wir dir vorhin hinterhergelaufen, weil Gott uns gestern schon von dir erzählt hat. Und ich glaube, das war von Gott geführt, dass wir dir von Jesus erzählen. Sonst hätte meine Freundin gestern nicht den Eindruck gehabt. Aber das ist krass, wir haben dich gestern schon im Gebet gesehen. Jesus will dein Leben. Ciao. Ich bitte dich auch, dass du jetzt uns schon
geistlich einfach Menschen zeigst, dass du uns jetzt Eindrücke gibst von Menschen, die wir vor Augen haben. Dass du uns jetzt schon wirklich zeigst, dass du uns Gesichter zeigst, Merkmale zeigst, woran wir sie erkennen können. Ja, ich sehe einfach so pinke Federboa.